Die Digitalisierung ist in der Industrie angekommen. Damit rückt das Thema Safety und Security noch viel mehr in den Mittelpunkt unseres Tuns. Und da muss Normung natürlich mitarbeiten. Und dazu wollen wir mit dem Innovation Campus, mit diesem neuen Format, hier beitragen. Ja, Kommunikation ist quasi die Veränderungsenergie, die in uns wohnt. Security und Safety, zwei völlig verschiedene Welten, die aber trotzdem zusammengehören. Also einmal hat es mit Verletzung von Menschen- und umwelttechnischen Anforderungen zu tun, und Security geht es um Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit. Bei Safety ist es eher ein statisches Umfeld, das darf sich nicht verändern, und bei Security ist es ein dynamisches Umfeld. Denken wir nun mal an die ganzen Internetangriffe von Hackern. Wir wollen Ihnen mal zeigen, wie man denn industrielle Steueranlagen hacken kann. Du hast eine Update-CD bekommen. Und hier sehen Sie jetzt, das ist jetzt unser Siemens-Update. Also diese Update-CD, die natürlich nicht von Siemens kommt, die macht jetzt zusätzliche Funktionen. Und das ist total praktisch, wenn man zusätzliche Funktionen hat, weil mit dieser zusätzlichen Funktion kann ich jetzt auf dein Steuerwerk zugreifen. Wenn wir dazu kommen, die Systeme jetzt zu verbinden, müssen wir auch dafür sorgen, dass Sicherheit, IT-Sicherheit, nicht nur Safety eingebaut wird. Und genau da sind wir in diesem Bereich der Normen ja auch genau richtig. Wir können was tun, wir müssen die Leute nur motivieren, das zu tun. Ja, die nächste schlechte Nachricht, IT-Sicherheit funktioniert überhaupt nicht. Ja, wenn Sie jetzt meinen, okay, dann kaufe ich mir jetzt so eine Firewall, das sind alles immer noch Detection und Filtering, tolle Begriffe, ist aber fast alles Marketing. Es gibt unglaublich viele Verbindungen zwischen Safety und Security. Also wirklich sehr breit, geschwürartig sozusagen sind da die ganzen Verbindungen. Von daher haben Sie eigentlich eine sehr harte Aufgabe vor sich. Ja, ich sehe die ein oder andere Zwischenfrage noch. Wir verlagern das jetzt gleich in die Sessions. Da ist jede Menge Möglichkeiten noch zu diskutieren. Stichwort Sessions. Es sind genau drei zu den Themen Normen machen und Zukunft. Vorstellung, jetzt kommt Industrie 4.0 und dann kommt der große Aufschwung, kann ich nicht sehen. Wir haben doch gar keinen Mangel an Dingen. Wir haben Mangel an Problemlösungen, an Entwicklungen, an Wissen, an Gesundheit. Wir haben an immateriellen Wirtschaftsgütern haben wir einen Mangel. Jetzt ist nicht mehr Technik der Treiber. Nicht Technik ist der Treiber, sondern ab jetzt ist es der Mensch hinter der Technik. Also seelische und soziale Gesundheit wird zur Grundlage unseres Wohlstands. Das heißt, wir brauchen neben den technischen Normen soziale Normen. Wandel ist für mich spürbar. Wir bekommen besondere Highlights geboten, indem wir neue Methoden in Seminaren aktiv gestalten dürfen und komplexe Themen erarbeiten. Ja, ich hatte eigentlich erwartet, dass man ganz klassisch in einem dunklen Raum sitzt mit vielen Stühlen, so hintereinander gereiht, ein bisschen wie die Hühner auf der Stange, und jetzt ist offene Prinzip und hell, es ist wirklich schön. Und ich finde unheimlich toll und bin richtig stolz darauf, wie heute diese Veranstaltung angepackt worden ist.